Frau Bayer-Müller, Ja. es fiel ja und es fällt ja den Kommunen die Aufgabe zu, die Menschen vor Ort aufzunehmen und irgendwie zu integrieren. Sind Ihrer Meinung nach die Kommunen da ausreichend unterstützt worden, jetzt zum Beispiel vom Freistaat und vom Bund? Also ich glaube, wenn man mal unterschiedliche Betrachtungen vornimmt, also ich glaube, der finanzielle Aspekt ist jetzt keiner, der uns beschäftigen müsste, aber tatsächlich, wenn man nochmal guckt, wie das am Anfang lief, und da ist genau das Thema, das wir gerade eben auch besprochen hatten, nämlich man ist mit einem großen Pragmatismus an viele Dinge rangegangen und hat dann im Verlaufe der Zeit auch gemerkt, okay, jetzt muss man nachschärfen, weil es halt das eine oder andere gab, wo man gemerkt hat, okay, so funktioniert es halt nicht. Und ich glaube, an der Stelle ist es so, dass wir schon, ja, ich sage es jetzt mal, durchaus auch Unterstützung brauchen können. Gleichwohl, glaube ich, sind die Kreise schon auch in der Lage dazu, die Dinge selber gut zu regeln. Also es ist immer so ein Abwägen zwischen wie viel Vorgabe von oben und wie viel Flexibilität braucht man dann tatsächlich auch vor Ort, um Entscheidungen treffen zu können und handlungsfähig zu bleiben. Und das ist genau das Thema, das, glaube ich, Herr Holt auch gerade angesprochen hat, nämlich wie viel Bürokratie und wie viel Sprech brauchen wir denn da und wo kann man einfach dann auch sagen, okay, und es macht auch Sinn, Einzelfallentscheidungen oder bestimmte Prozesse halt einfach auch vor Ort in der Hand zu haben. Das erleben wir auch gerade in Corona, denke ich, wieder. Und das von daher, ja, finanziell kein Thema, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich nochmal auch im Dialog zu bleiben und in Austausch zu gehen mit den Entscheidungsträgern, das wäre sicherlich hilfreich. Und natürlich muss man jetzt auch sehen, das Thema ist ja nicht abgeschlossen, es ist halt gerade nicht so wirklich auf dem Schirm, weil andere Themen dominanter sind. Aber ich bin der Ansicht, dass wir im nächsten Jahr so die Corona-Krise so ein bisschen abflaut, sicherlich über dieses Thema auch wieder mehr diskutieren werden. Und dann wird es natürlich auch darum gehen, wie können wir Integration weiter nach vorne bringen, wie können wir geflüchteten Menschen hier die Möglichkeit bieten zu arbeiten, wie können wir dafür sorgen, dass sie Deutsch lernen und wie können wir vor allen Dingen auch die Menschen, die hier schon leben, dazu bringen, sich hier weiter zu engagieren, was so wichtig ist. Herr Holt. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen. Der Bund schafft einen Großteil der rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Bund bezahlt einen Großteil. Aber ob Integration gelingt, ob der soziale Frieden erhalten bleibt, das entscheidet sich wirklich in den Kommunen. Und da haben jetzt wirklich, man kann sagen, vor allem seit 2016 die Kommunen, die Kreise, aber auch die einzelnen Gemeinden ein Wahnsinnsjob gemacht und möchte einfach die Gelegenheit auch mal nutzen, da alle Beteiligten, wirklich jeden einzelnen Sachbearbeiter, jeden Sozialarbeiter, jeden Bürgermeister zu danken, weil da ist wirklich auch ganz, ganz viel geleistet worden. Ich kann das aus meiner Heimatstadt im Grunde so erzählen. Naja, wenn man da mit jemandem, der große Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen hat, redet und dann sagt, ja, wo hattest du denn schon mal ein Problem mit einem Flüchtling? Dann kommt oftmals so eine Antwort, in Richtung, ja, ich kenne gar keinen, ich habe noch gar nie einen gesehen. Also die Menschen, auch gerade die mit Vorbehalten, bekommen es oft gar nicht mit, wo jetzt die Flüchtlinge sind in so einer Stadt. Und das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Sie fallen gar nicht mehr auf, weil sie dezentral untergebracht sind, weil sich die Kommune darum kümmert und weil die Integration fortschreitet. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Leistung von den Kitas über den Sportverein, über die Feuerwehr, über das, was die Ausländerbehörden leisten. Einfach wirklich Dinge, die in den Kommunen auf den Weg gebracht wurden und wo die Kommunen jenseits von dem, was der Bund da an Geld bringt, einfach einen wahnsinnig guten Job machen, weil sie auch wissen, es hängt nicht nur dann davon ab, ja, ob Flüchtlinge sich wohlfühlen, es hängt der soziale Frieden davon ab. Und das kann ich bloß nochmal, wie ich es am Anfang gesagt habe, betonen. Der soziale Frieden, der ist eigentlich doch, trotz aller Belastung, die wir da am Anfang gespürt haben, der ist in Deutschland erhalten geblieben. Frau Steiger, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen in der Integrationspolitik für die nächsten Jahre? Bei meinem Thema, und zwar wirklich, wie schaffen wir es, die vollziehbar ausreisepflichtigen jungen Geflüchteten wieder in Arbeit zu bringen oder eben in Ausbildung zu lassen? Und vor allem auch eben sie nicht immer auf diese Abschiebelisten zu setzen, sodass sie
von einem Monat zum anderen diese Ängste haben müssen. Das empfinde ich einfach als unmenschlich und das ist mein größter Wunsch für die Zukunft, dass wir das anerkennen, was die investiert haben, nämlich wirklich hohe Integrationsleistungen. Und es wird im Moment zum Teil mit Füßen getreten. Und auch die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, auch meine Arbeit, empfinde ich, wird damit auch mit Füßen getreten, wenn wir solche Jungs dann doch irgendwann in Flieger setzen und wieder nach Hause schicken. Ich danke, dass es so tolle Menschen wie Sie gibt, Frau Steiger. Herr Holt, was ist Ihr Wunsch für die Zukunft? Also ich glaube, zum einen sollte man einfach noch mal betonen, dass wir diesen wirklich großen Zufluss an Flüchtenden aus den, wie sind inzwischen 5, 6 Jahre her, dass wir den deutlich in ganz Deutschland besser bewältigt haben, als viele Menschen befürchtet haben, dass hier sehr viel an Integration bereits gelungen ist. Dass es auch gelungen ist, muss man sagen, gerade auch in Bayern, diejenigen, die das Asylrecht missbrauchen wollten. Das muss man einfach auch mal sagen. Wir haben jetzt heute immer von denen gesprochen, die sich integrieren wollen, dass es sehr gut gelungen ist, eigentlich diejenigen auszusortieren, die das nicht wollten. Es gibt sicherlich auch welche, die sich nur ins gemachte Nest setzen wollten. Deswegen verstehe ich auch jeden Sachbearbeiter, der erstmal an Dinge kritisch herangeht. Das ist nach wie vor auch ein Thema, das man einfach ganz ehrlich und offen ansprechen muss. Aber ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir all diejenigen, gerade auch in Bayern, all diejenigen, die sich integrieren wollen, die hier arbeiten wollen, die hier was lernen wollen, dass wir die so behandeln, wie sie es verdient haben, dass wir die vor allem so behandeln, wie es auch unsere Wirtschaft dringend bräuchte. Da glaube ich, können wir durchaus noch zulegen, obwohl auch da wirklich sehr, sehr viel geleistet worden ist, gerade im Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Asylhelfer Kreisen. Da hat unsere Wirtschaft wahnsinnig viele Arbeitsplätze mit Flüchtlingen besetzt. Sie hat wahnsinnig viele Ausbildungen auf den Weg gebracht. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man dringend weitergehen muss. Und da gibt es sicher ein paar Ansatzpunkte, wie zum einen jetzt, dass wir eine Altfallregelung für Afghanen schaffen, dass wir mal überdenken, welche Voraussetzungen für eine Beschäftigungs- oder Ausbildungsduldung tatsächlich gegeben sein müssen, dass wir hier die Messlatte nicht so hoch hängen, dass quasi jeder letzten Endes durchfällt. Und wie wir diese unsägliche Praxis, dass jemand in ein Drittland reisen muss, um ein Visum für die Wiedereinreise zu holen, dass wir da vielleicht gerade für die Altfälle eine deutlich bessere Lösung suchen. Und das Ganze immer vor dem Hintergrund, dass es da um Menschen geht, die gerne oder die nicht jeden Abend beim Einschlafen Angst haben müssen, dass sie bald nicht mehr da sind. Und dass es um Betriebe geht, die auch Sicherheit brauchen, dass derjenige, in den sie investieren, in den sie Herzblut und Ausbildungsleistung investieren, dass der auch da tatsächlich bleibt, zur Verfügung stehen kann in der Ausbildung und aber auch danach. Frau Bayer-Müller, Ihnen gehört das Schlusswort. Ja, also für die Zukunft. Ich würde mir wünschen, dass wir die Chancen nutzen, die da jetzt gerade eigentlich offenbar liegen, nämlich junge Menschen eine Möglichkeit zu geben, tätig zu werden, zu arbeiten, sich selbst zu erleben und auch Selbstwert zu generieren für sich selber, ja, für ihre Zukunft. Ich glaube, das ist das eine. Also geben wir ihnen die Chance und die Möglichkeit, wenn sie es denn wollen und wenn sie mitziehen. Und dann müssen sie Leistung zeigen. Das, denke ich, ist unbenommen und das ist auch richtig so. Und auf der anderen Seite haben wir Betriebe, die sagen, wir brauchen Menschen, die uns zur Verfügung stehen, die mit uns gemeinsam daran arbeiten, dass auch wir als Betrieb eine Zukunft haben. Und ich denke, wenn wir das besser hinbekommen mit all dem, was wir jetzt gerade schon an Schwierigkeiten gehört haben, wenn wir das aufnehmen und daran arbeiten, ich glaube, dann kann es gelingen. Das heißt, nach vorne gucken, die Menschen an die Hand nehmen, den Einzelfall betrachten. Das sind die Dinge, die wir, glaube ich, tun müssen.